Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich grüße ich Sie und euch vor dem Denkmal Johannes Nepomuk in Nussloch. Ja, das ist der wunderbare Herr, der vor einigen Jahrhunderten in diesem Kontinent gelebt hatte. Ein Christ, ein Priester, ein Mensch, der wirklich auch für die Gerechtigkeit lebte. Nach der Legende sollte er eigentlich das Beichtgeheimnis verraten, aber das wollte er nicht. Und dafür musste er eben mit dem Tod bezahlen. Johannes Nepomuk, ein Heiliger, ein Schutzpatron für die Brücken. Ganz besonders auch in Heidelberg zum Beispiel steht der heilige Nepomuk. Die Nusslocher haben dieses Denkmal seit fast 300 Jahren. Das ist was Wichtiges für die Nusslocher. Und deshalb steht auch Nepomuk mitten in der Gemeinde. Heiliger Nepomuk könnte heute ein großes Vorbild sein. Zuerst als Christ zu sein, als Priester, dass er auch die Freude hat, eben seinem Herrn Jesus Christus nachzufolgen, wenn es unbedingt muss, auch mit dem Tod. Zweitens, er war gerecht. Er wollte die Wahrheit sprechen und für die Wahrheit hat er auch das Leben hingegeben. Das heißt, wir als Europäer, wir als Nusslocher, wir als Christen sind heute eben gefragt, wie wir zu der Wahrheit stehen. Ganz besonders in unserem Alltag. Der Johannes Nepomuk ist ein Beschützer für alle Menschen in Nussloch. Er kann auch euch und sie beschützen durch seine Fürsprache. Nur eines, wir dürfen gerne an ihn denken. Wir können vielleicht ein kurzes Gebet zu ihm sprechen, dass er eben heute, auch in den kommenden Tagen, uns beschützt vor allen Gefahren, ganz besonders, wenn wir auf eine Brücke laufen, Brücke des Lebens. Tschüss.